Hallo an die Geräte zu Hause. Mein Name ist Christian Schlegel. Schön, dass Sie da sind. Heute möchte ich mit Ihnen den DAX wieder durchgehen. Es ist Freitagabend, es ist der 22. Februar und wir haben 17.40 Uhr. Cetra ist zu und damit ist die Woche auch wieder rum. Bevor ich jetzt mit Ihnen in den DAX reingehe, hier mal ein Save the Date. Es gibt in den nächsten Wochen ein Webinar über Skype am 16. und 17. März. Da können Sie auf meiner Homepage schauen. Das ist eine kostenpflichtige Sache. Das sind immer nur 6 Leute. Das macht den Leuten, also beim letzten Mal hat es auch viel Spaß gemacht. Und es gibt 3 Webinare insgesamt mit der Börse Frankfurt. Die laufen so, dass die ersten 15, 20 Minuten edukativ sind. Also hier ist es zum Beispiel am 11. März MACD, weil das sehen viele falsch, finde ich. Und am 6. Mai geht es um Oszillatoren. Und dann ist immer das Wunschkonzert und das erfreut sich größte Beliebtheit. Da können Sie sich vorher, weil ich muss mich da schon ein bisschen vorbereiten, einen Tag vorher oder bis zu einem Tag vorher, mir die Aktien nennen, die Sie gerne mal analysiert hätten haben wollen. Und dann mache ich das. Und das ist jeweils bei diesen 3 Terminen, 11. März, 6. Mai und 3. Juni. Und wahrscheinlich machen wir am 3. Juni ein reines Wunschkonzert, so kurz vor der Sommerpause. Also das vielleicht mal kurz mal das Band anhalten, Screenshot machen. Und jetzt geht's rein in den DAX. Das ist der Freund. Ja, ich habe jetzt hier extra nochmal das All-Time-High reingenommen vom Januar letzten Jahres, damit Sie sehen, wo die Fibos herkommen. Ja, und deswegen gehe ich jetzt mal hier wieder ein bisschen rüber und zoome das auch gleichzeitig ein bisschen ran. Sie sehen, in welchem Bereich sich der DAX befindet. Zum einen haben wir hier vom Juni letzten Jahres den Downtrend und das ist ein guter, der ist oft bestätigt. Jetzt wird der eine oder andere von Ihnen vielleicht die Vorbörse mit reinnehmen oder die Nachbörse mit reinnehmen. Also ich würde das nie auf den Punkt zumachen. Für mich ist die Toleranzgrenze um die 25 Punkte. Wir haben aber auch hier das 38,2er Retracement eben von dieser Bewegung, vom All-Time-High von 13.596, Grad. Das heißt, da liegen wir dran. Wir haben heute hier dieses Gap geschlossen, das war vom 3.12. bei 11.465 und hier ist auch das letzte Zwischenhoch. Das ist bei 11.566. Das ist schon ein Brocken hier. Aber ich habe überall mal so ein bisschen reingehört, ich hatte das bei dem Dow-Film vor 2 Tagen auch gesagt, ich habe den Eindruck, jeder hat irgendwo Putz. Auf dem DAX habe ich keine, auf dem Dow habe ich ein paar. Aber auch nur so, ich nenne es immer Sicherungsputz, ja, dass ich besser schlafe. Das würde ich mir nicht verzeihen, wenn ich auf diesem Niveau keine Putz hätte. Sie dürfen nur nicht allzu viel kosten. Das ist ganz wichtig und sind meistens ein Hedge gegen bestehende Longs. Bei mir waren die Longs diesmal nicht unbedingt im Index, sondern überwiegend in den Einzelwerten. Und ich finde nach wie vor, der Papa DAX hat 30 wunderschöne Töchter. Das sind die Einzelwerte. Und ich finde es immer noch einfacher, als den DAX selbst zu handeln, muss ich immer noch sagen. Vor dem Hintergrund war ich also Index gar nicht großartig dabei, sondern eher nur in den Einzelwerten. So, kommen wir hier zurück. Also wie gesagt, dieser Trend besteht. Den haben wir heute schon angekitzelt. Danach das 38er Retracement, danach diesen Chartpunkt. Außerdem das obere Band. Die gleitenden Durchschnitte drehen gerade eben wieder hoch. Das ist definitiv ein positives Zeichen, keine Frage. Von der Technik her, MACD positiv, baut sich schön nach oben auf. Und die Stochastik gilt zwar als hoch, aber nirgendwo den Hauch eines Verkaufssignals. Der hat durchaus die Chancen, auch wenn die Wegstrecke hier schon sehr lang ist und er ordentlich hechelt, der hat durchaus die Chancen, hier durchzugehen. Dann würde es allerdings, was hier oben drüber kommt, meines Erachtens nach keine, wie es so schön heißt, Buyer Stampede, also eine ordentliche Käufe reinkommen, sondern diese Bewegung würde meines Erachtens nach eher von Short getragen werden. Also keine Buyer Stampede, sondern ein Short Squeeze. Der kann ganz locker über diesen Bereich hier drüber gehen. Der kann auch sowas hier machen, dass er über Nacht ein ordentliches Gap nach oben reißt, macht ziemlich oben auf und fällt dann runter. Muss man sehr, sehr aufpassen. Also heute hier und jetzt, es ist Freitagabend, kann ich mich nicht dafür entscheiden, übers Wochenende eine Position mit reinzunehmen. Vor dem Hintergrund von den Indikatoren, die alle noch positiv sind, auch wenn hier ein Widerstandsbereich ist, ist der Markt, ich sag mal, der hat durchaus kurzfristig noch eine 60-40 Chance. Ich weiß natürlich wieder nicht, was am Wochenende passiert, aber wer weiß das schon. Ich möchte, oder andersrum, ich gehe hier nicht mehr long, weder heute, auch nicht am Montag, es sei denn, es kommen irgendwelche ganz tollen Nachrichten. Dann soll der DAX machen, was er will. Ich bleibe bei den Einzelwerten, da fühle ich mich besser aufgehoben momentan. Das ist mir alles zu, kann sein, muss nicht. Gucken wir trotzdem mal
auf ein paar Scheine, dass ich Ihnen Möglichkeiten biete, wie Sie dabei sein könnten. Wenn Sie also wirklich der Meinung sind, der geht hier drüber und zieht hier weg, vielleicht in Richtung 200-Tage-Linie, das wäre 11.866, ich kann es mir nicht vorstellen, aber möglich ist alles, dann wäre sowas hier wahrscheinlich die Option Ihrer Wahl. Das ist ein 10.989er Open-End-KO von Goldman. Da sind wir also hier drunter. Das ist die Kennnummer GA25P4. GA25P4. Nochmal ein 10.989er Open-End, ändert also jeden Tag seine Basis. Jetzt gehen wir mal auf Short. Ich mag ja große Hebel, überhaupt keine Frage. Ich finde die grundsätzlich gut, aber wenn ich wirklich denke, dass hier ein Short Squeeze kommen kann und dass so etwas passiert, darf ich mich nicht hier kurzfristig dahinter aufhalten. Da muss ich wirklich warten. Wenn er es rausnimmt, hat er nach wie vor die Chance, durchaus auch eine 200-Tage-Linie zu sehen. Das heißt, ich muss meinen Put für den Fall, dass wir hier drüber gehen, den muss ich hier oben drüber suchen, über dem 50er-Retracement. Das ist bei 11.935. Und da ist zum Beispiel bei mir ein Put auf der Watchlist, auch von Goldman Sachs, auch Open-End. Ebenfalls mit dem Hebel von 24, das ist ein 11.944er, dieser hier. Und das hat die Kennnummer GM6ZQM. Der liegt also hier hinter der 200-Tage-Linie, hinter dem 50er-Retracement. Also den kaufe ich jetzt nicht, das mache ich nicht. Da möchte ich erst gerne mal Montag, Dienstag abwarten, ob der Freund wirklich hier durchgeht. Möglich ist alles. Die Amis sind momentan bei 26.032, also plus 0,7%. Mal schauen, wo die nachher schließen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.